Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von Sims Arrow und schön, dass du bzw. ihr wieder mit am Start seid. Wir sind hier zu einer neuen Folge bei unserer lieben Stella. Und im letzten Part, was ist da schon wieder alles passiert? Das war das Chaos pur. Und ich kann euch heute sagen, so mit großer Verkündung, ich hatte heute auch in meinem Privatleben pures Chaos. Denn, long story short, ich bin heute Morgen duschen gegangen und habe mich so eingeschaumt und dachte mir so, oh, zum Wachwerden, richtig cool. Und dann auf einmal macht es so ein ganz leichtes Plop und ich dachte mir so, oh, habe ich mir gar nichts beigedacht. Nun, dann wurde auf einmal das Wasser sehr extrem kalt. Dann dachte ich mir so, manchmal ist es ja so, manchmal die Leitungen sind alt und bla und Keks und ne. Und ja, und dann wurde es auf einmal immer kälter, was im Endeffekt mein Glück war. Denn in meiner Küche stand mein Wasserboiler, mein Warmwasserboiler in Flammen. Und dadurch, dass ich so früh rauskam, habe ich es noch rechtzeitig entdeckt, konnte es zum Glück löschen. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass hier bei uns bei den lieben Sims nichts passiert. Und denn natürlich, wie sollte es doch anders sein? Nicht nur, dass mir das heute passiert ist. Nein, es hat mir meine kompletten Aufnahmeeinstellungen auch zerrissen. Ich hoffe, wir hören jetzt was vom Ingame-Sound. Ich hoffe, ihr hört mich gut in diesem Video. Weil wenn nicht, habe ich keine Ahnung. Weiß ich einfach nicht. Dann wird es halt einfach eine Stummfolge und ihr müsst euch selber was aussuchen, was wir da sagen oder was ich da sage. Und gegebenenfalls müsst ihr das dann unter dem Video reinschreiben und sagen, okay, das hast du da und da gesagt. Wir glauben, da kam Mochi Pichi vor und dann kommt, ach du heiliger Bimmann, ich glaube, mein Schwein pfeift. Das sind alles Möglichkeiten, die passieren könnten. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen und wir nehmen es so, wie es ist. Denn wenn, ne, kann ja auch mal ein Real-Life-Chaos sein. Nicht nur bei Stella, oder? Viel Spaß mit dem Video. Hallo? Nein? Was ist das denn hier? Hier kommt man hier ins Game rein und dann passiert hier gleich sowas, oder wie? Hallo? Oh, oh. Bitte nicht. Bitte nicht. No. Unsere braune Henne. Sie geht von uns. Auf Wiedersehen. Lebe wohl. Schön, dass du da warst, dass du uns so treue Dienste geleistet hat. Leutis, und ihr habt mich ja auf die Idee gebracht, ne, dass ihr, ja, Tiano hat Hunger. Ihr habt mir den Tipp gegeben, ich soll immer von Stella gefüttert werden. Ich sollte es mit dem Kind interagieren. Für mich ist es tatsächlich so, ich muss mich daran tatsächlich noch dran gewöhnen, dass wir mehr mit dem Kind interagieren, als wir die Erwachsenen interagieren lassen mit dem Kind. So, wisst ihr, wie ich meine? Sondern, dass Tiano sagt zu Stella, ich möchte jetzt gefüttert werden. Ich möchte jetzt dies, das und jenes. So, und dann habt ihr mir natürlich den schlauen Punkt gegeben. Leute, wir haben hier, ne, einen Übernachtungsgast. So, die muss ja auch irgendwo schlafen, ne? Ja, dann müssen wir ihr wohl mal ein Plätzchen geben. Sie braucht einen Schlafsack oder ein Bett, das kriegen wir hin. Sie ist ja hier sowieso oben in der obersten Etage. Stella ist ja sowieso gerade beschäftigt, aber Tiano hat auch gar keinen Spaß. Können wir ihn hier, hier hingetragen werden? Kann er das noch nutzen oder spielt er schon damit? Spielen kann er damit noch nicht. Damit kann er auch nicht spielen. Okay, er fühlt sich okay, das ist schon mal gut. Liebe Stella, ich hoffe für dich, dass hier nichts passiert, du bitte hier nichts anbrennen wirst. Und du jetzt mal hier ein kleines Nickerchen machen kannst und wir dann ganz entspannt, auf ganz entspannt, versuchen diese Folge zu überstehen. So, Tiano kann jetzt mal hier ganz viel mit den Sachen hier spielen. Das ist schon mal sehr gut. Das kann er mal machen. Stella hat sich hingelegt, schlafen. Und dann können wir ja mal eine Etage noch umgehen. Wir haben hier unsere BB Moon Objects on. Er ist hier, glaube ich, drin. So. So, hallo. Nee, wir wollen da nicht hingetragen werden. Let's go, ich will in den Baumodus. So, wir haben ja hier unsere, sagt schon, hier klappt auch wieder gar nichts, unsere Besucher hier hingemacht. So, Move Objects ist on, sehr schön, danke schön. Und dann können wir mal gucken nach Schlafsack. Wollen wir ihr ein Bett geben oder einen Schlafsack? Hm, ich glaube, wir geben ihr ein Bett, oder? Oder einen Schlafsack? Hm, gute Frage, nächste Frage. Nee, wir könnten ihr eigentlich hier so einen Schlafsack geben, oder? Das ist ja nur so ein kleines Übernachtungsding. Dann kriegt sie hier ihren Koffer. Den können wir hier so hinstellen. Wisst ihr, wie ich meine? So. Dann machen wir das noch alles ein bisschen schön. Dann kriegt sie ja noch einen Boden hin. Geben wir ihr Teppich. Ich glaube, Teppich wäre ganz nett, oder? Ich glaube, Teppich wäre wirklich ganz nett. Sie kann ja hier nicht. Guck mal, hier so ein Spielzeugteppich. Oder so ein Bodenteppich hier. Ich weiß doch auch nicht. So, wollen wir nochmal Teppich? Teppich. Hier. Obwohl, nee, der ist doch eigentlich ganz hübsch, oder? Haben wir den nicht in so einem bisschen helleren Farben? Ach, guck mal, doch, den können wir doch nehmen. Das passt doch, oder? Feini.
Dann gucken wir hier nach schönen Tapetis. So, was haben wir denn hier für welche? Guck mal, die passt doch eigentlich ganz gut dazu, oder? Oder sieht die scheiße aus? Hm. Also trist will ich das natürlich auch nicht haben, ne? So. Easy. Easy. Nee, das ist auch zu hardcore, oder? Ey, ich und Tapeten um mich einrichten, ich weiß ja auch nicht, ne? Ich bin da sowas von wählerisch mittlerweile geworden. Das ist nicht mehr normal, sage ich euch, ne? Also in meinen Baukünsten dürftet ihr auch nicht stecken. Ich kann, glaube ich, auch keine Speedbuilds, oder ich würde sehr gerne Speedbuilds hochladen, aber ich glaube, diese Speedbuilds werden dann auch einfach 700 Jahre lang, weil ich immer das wegmache, wieder hinzufüge, das mache ich dann wieder hin und dann denke ich mir so, oh nee, das können wir ja noch machen. Hm, das sieht doch auch ganz nett aus. Ach komm, lass uns auf jeden Fall das noch machen. Ah nee, das sieht doch scheiße aus, müssen wir das doch wegmachen. Und wenn ich das dann alles aufnehme, dann ist es eine 17-Stunden- Aufnahme und dann das alles schneiden und sagen, das muss raus, das muss raus, das muss noch, hör doch mal. Ich sag's euch, hör doch mal auf. Oder was ist denn, wie so ein Pastellton nehmen? Einfach so ein, oder den hier auf, ganz entspannt. Nee, sieht auch nicht schön aus. Oder wir müssen doch einen anderen Boden nehmen. Ich suche eigentlich in einem bestimmten Boden. Wo ist die eine Wand? Wo ist denn die? Die kam, glaube ich, mit den Paranormal... Ach, hier, die hier. Die finde ich eigentlich immer ganz nett. Guck mal so, mit so ein bisschen... Mit so ein bisschen hier Blümelis. Ah, da müssen wir auf jeden Fall die Türfarbe ändern. Die haben wir ja so erstmal nur reingemacht. So können wir, oder so in diesem Dunkelton oder in den Blauton. In den Blauton, oder? Feini. So, dann können wir es noch ein bisschen gemütlicher machen. Oder sie soll ja schon so ein bisschen sich auch heimisch fühlen. Ja, auch wenn sie im Moment für uns eine Pappnase ist, weil sie nicht wirklich was macht. Aber vielleicht lag es so einfach daran, dass sie angesäuert war. Und sie dachte sich halt einfach so, ey, kannst du mir da mal einen Schlafsack hinmachen? Ne, musste die Community wieder sagen, wie du spielst? Also hör da mal auf, ne? Hör doch mal. Oh, schaut mal, meine Lieben, ich habe jetzt hier fertig. Ich habe noch ein bisschen alles umgeräumt. Hier habe ich jetzt alles ein bisschen eingerichtet. Und die Gardine gibt es ja noch. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da noch was hin machen. Ich mache mir da ein Rollo vor oder so. Was ist denn das hier für ein Lappen? Ne, der gefällt mir auch nicht. Wollen wir einfach so ein Ding hier vorklatschen? Nee, das sieht aber auch nicht schön aus. Oder sowas hier. Einfach so auf schön. Weil wenn ich jetzt da nochmal so einen Vorhang hin mache. Machen wir hier. So. Dann backt es natürlich. Oder wir müssen den Tisch hier ein bisschen weiter vorholen. Ja, so. So schon besser, oder? Guck mal, hat sie einen kleinen Schreibtisch hier, kann sie ein bisschen worken, alles ein bisschen auch cozy. Let's go. Machen wir, oder? Jetzt kann die Alte da schlafen. Können wir ihr hier auch ein Dings geben? Achso. Stella, kannst du das machen, ihr da einen Platz zu weisen? Nickerchen machen, schlafen, 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 Inventar platzieren. Nee, dann müssen wir den Flur eigentlich auch. Ach, das machen. Wir haben jetzt keine Zeit hier. Wir müssen uns hier auf unser Kind. Meilenstein greifen freigeschaltet. Also in der Kraft ist es Tiana gelungen, zum ersten Mal etwas zu greifen. Spiele weiter mit Spielzeug, um die feinmotorische Entwicklung zu fördern. Let's go. Das machen wir doch gerne, Tiana. Und ich freue mich auch, dass ihr das Umstyling gut findet. Wir haben ja wieder ein bisschen mehr auf Frosch gemacht, so wie es ja eigentlich auch sein soll. Stella hat gar keinen Spaß. Warum auch immer. Und sie will sich die ganze Zeit um ihr Kind kümmern. Ich weiß auch nicht, warum, ne? Fortschritt-Drama. Rahul hat die ganze Woche an der Formschnittausstellung eines renommierten Kunden gearbeitet. Das Schicksal hat heute zugeschlagen, als Rahul versehentlich den Kopf vom Lieblingsstück des Kunden abgeschnitten hat. Rahul muss schnell handeln. Macht er den Kunden sofort ein Geständnis oder riskiert er es? Nee, wir machen den Fehler zugeben, oder? Wir sind schon ehrliche Menschen. Das ist so, ne? Wenn man Fehler macht, muss man auch dazu stehen. Das ist, manchmal ist es hart. Manchmal ist es schwierig, aber es ist besser, als das zu vertuschen. So, haben wir uns denn eigentlich hier schon um unsere Tierchen gekümmert? Nee. Stella, du musst wach werden. Let's go. Haben wir die Kuh mittlerweile schon? Ja, ne? So, unser Hahn ist ja gestorben oder unser Huhn. Eier einsammeln, Hühner säubern und wir brauchen hier auf jeden Fall, müssen wir... Wo ist denn das hier? Aktionen? Hä, warum kann ich hier kein Futter verstreuen? Hühner zuweisen. Hühner kaufen. Haben wir keine Hühner? Doch, wir haben Hühner, oder? Warum kann ich da kein Futter machen? Eintauschen gegen was? Gegen Fleisch? Ich kann Huhn eintauschen? Nee. Hühner zuweisen. Schwarzer Hahn. Ach, wir haben nur noch einen Hahn? Nee, so geht es nicht. Wir brauchen Hennen. Let's go. Hühner kaufen. Wir brauchen... Eine braune Henne auf jeden Fall und eine weiße Henne, oder? Let's go.
Zwei müssen schon sein. Kann er hier nicht einfach, ne? So armer Hahn, was ist denn da los? Ja, Feini. Ach, jetzt können wir Futter in der Nähe verstreuen. So ist Feini. So, so, let's go. Hühner zuweisen, sind alle da. Sehr schön. Guck mal, Hähnchen, du hast ein neues Huhn. Du hast neue Hähnchen. Ja, guck mal, wie aufgeregt du bist. Ja, Feini. Wollen wir den Wuhu-Busch aufstellen? Ein Wuhu-Busch für den Hahn? Ja, guck mal, Feini. Das sind hier zwei neue Hähnchen, ne? Boah. Boah. Okay, es ist gerade über mich gekommen, aber manchmal ist es halt so, ne? So, dann könntest du hier eigentlich auch mal weiter dran arbeiten, meine Gutes. Oder wollen wir das Raoul machen lassen? Sie ist sehr traurig. Er hat mir übrigens einen Tipp gegeben oder gesagt, warum wir traurig sind, ne? Ich bin wieder der vorbildlichste Sims-Spieler ganz Europas oder Deutschlands. Major ist ja gestorben. Und Major gehört natürlich zur Familie. Und warum sind wir deswegen sad? Weil Major gestorben ist, ne? Chris hatte das mal wieder gar nicht auf dem Schirm. Chris dachte sich wieder, ja, hatte Angst, dass wir irgendjemand anderes ist gestorben. Wow, Tiano hat es geschafft, seinen Zeh in den Mund zu stecken. Was für eine niedliche Demonstration seiner Beweglichkeit. Feini, wir haben ein Brutei bekommen. Oh, wollen wir das Brutei hier schnell reinlegen? Komm, jetzt haben wir hier Hennen. Wo ist es? Brutei? Wir haben zwei Bruteier. Hör doch mal auf. Zwei Bruteier, ich werde bekloppt. So, dann kriegen wir hier gleich wieder richtig viele Chickies. So, warum bist du jetzt schon wieder sad? Was ist los? Weil du müde bist. Okay, können wir hier in die Haier gehen? Mach mal hier in die Haier. Warum hast denn du keinen Spaßfaktor? Achso, es geht noch nicht, ne? Ah, ne, doch. Und er muss pinkeln. Er ist wütend. Wütend. Warum bist du denn zum Weinen? Weil die Energie sehr niedrig ist. Ja, da musst du Haier-Bubuchen machen. Mach mal hier unten Haier-Bubu. Alle sind dir da, ne? Kannst du hier schön Spieli-Spieli machen und, ja, hier ist ein bisschen The Ring auf jeden Fall hinten. So, Stella, wo bist du? Let's go. Und an Blumen riechen. Fleißig arbeiten kannst du mal. Und dann muss Raoul sich auf jeden Fall hier wieder um den Garten hier kümmern. Guck mal, wie das hier aussieht. Das habe ich schon wieder alles vernachlässigt. Und eigentlich wollte ich ihn auch Blumen binden lassen. Ich sag's euch, Leute, das ist, ne, wild. Das ist einfach wild. Ja. Deck, Deck. Musst du ihn sauber machen? Nee, ne, er schläft jetzt. Feini. Dann kannst du mal ein Abendessen zu... Nee, du kannst mal duschen gehen. Hier, schnell. Kurze Dusche und dann kannst du Abendessen zubereiten. Ach, das ist ein Brunch. Wir haben es ja erst 11 Uhr. Was ist denn hier los? Ich dachte schon, das weiß ich nicht, wie spät. Hör doch mal auf. Hör doch mal auf. So, die Kuh ist auch noch am Stissel. Alle sind da. Hier draußen ist soweit alles schön. Dann könntest du eigentlich... Du müsstest eigentlich ein Schläfchen machen, ne? Ja, dann mach ein Nickerchen. Mach ein Nickerchen. Let's go. Mach mit Tiano zusammen ein Nickerchen. So, wir sind hier wieder am Stissel. Ach, wer ist denn hier? Ach, guck mal hier, sie ist auch mal wieder am Start, ja? So, und ich werde jetzt mal hier probieren, hier ein bisschen mit den Bienen zu interagieren. Honig sammeln. Können wir uns mit den Bienen verbinden? Also ich habe hier erstmal hier dieses Imker-Ding angezogen, weil wir haben ja hier diese Bienen. Okay, aufgebracht. Oh, sie sind aufgebracht, die Bienen. Warum seid ihr dann aufgebracht? Nicht stören. Nee. Sei mal nett hier zu den Bienen. Hallo? Girl? Ach, sie macht hier schon wieder gar nichts. Sie hat sich da hingelegt, schlafen, natürlich. Let's go. Jetzt ist sie wieder angepisst. Wir kennen sie ja nicht. Unsere Kuh ist auch hier die Dauerschläferin. Sag mal, wie heißt sie? Tier? Kommst du mal raus? Was ist denn da? Die ist nur am Schlafen. Wir brauchen deine Milky Milk. Was ist... Also hier ist schon wieder alles los. Also, ne? Honig sammeln. Können wir den Honig sammeln? Kannst du jetzt mal den Honig hier sammeln, Girl? Bitte. Dankeschön. So, rein da bitte. Feini. Ach, er hat 161 Gelb mitgebracht. Sehr schön. Dann kannst du dich hier gleich mal um deinen Garten kümmern. Guck mal, wie das hier aussieht. Warum kannst du das jetzt hier nicht einsprühen? Weil er angepieselt ist. Natürlich. Er ist auch müde. Was auch sonst. So, dann bitte hier einmal verwenden. Dankeschön. Dann kannst du bitte eine kurze Dusche nehmen. Wäre sehr, sehr schön. Und du hast auch keinen Spaßfaktor. Und Ims, was machst du hier? Du spielst hier mit den Tierchen, oder wie? Von unserem... Hallo, unser Kind schläft. Könntest du ein bisschen leise sein? Hallo. Ruhe. Ruhe. Feini. Feini, bitte. Feini. Feini, feini, fein. So, wo ist Stella? Stella ist da. Was macht sie jetzt? Nee, du sollst dich nicht um den Garten kümmern. Das soll dein Mann machen. Du musst dich um dein... Dann leg dich hin. Mach ein Schläfchen. Easy. So, Raoul muss sich um den Garten kümmern. Du bist für andere Sachen zuständig. Du bist für das Kind und für die Tiere zuständig. Aber nicht für den Garten. Das macht Raoul. Das ist nämlich seine Aufgabe, denn er soll nämlich der weltbeste Gärtner werden.
so, dass wir Geld bekommen, ne? So, könnte jetzt deine angespannte Mut hier mal weggehen? Okay, mal duschen. Feini. So wollen wir das sehen. Du machst mit Schuhen ins Bett. Wir lieben's. Wir lieben's. Einfach mit Schuhen ins Bett. So, kannst du jetzt hier alles machen? Nee, natürlich nicht. Self, komm, wir machen mal ein Selfie mit der Selfrucht. Let's go. Mit der Selfrucht. Mhm. Genau, mit der Selfrucht. Wer kennt sie nicht, die Selfrucht, ne? So, düngen. Let's go. Stress. Können wir hier die Sachen aber eigentlich schon... Nee, können wir auch nicht machen. Och, Jungs. Komm, werd mal hier wieder ein bisschen... Werd mal hier wieder ein bisschen bessere Laune haben, ja? Let's go. Wie fein die... Ja, die Frucht ist gar nicht drauf. Und jetzt? Knips. Feini. So, düng. Dann kannst du auch mal ein kurzes Nickerchen machen. So, und Ims, was machst du da? Du stehst da einfach nur rum mit deiner Cappy, oder wie? Und bist high, oder wie? Was hast du denn beim Joggen? Hast du am Pilz geschnuppert, oder was ist da los? Hast du einen Pilz gesehen, den du mal genascht hast? Ich glaube auch, hör mal. Ach, guck mal, unsere Hähne, wie sie auf den Hühner, auf den Eiern sitzen, ne? Süß. Süß. Einfach zwei neue Hühnskis. So muss es sein. So, geh mal duschen. Ja, du machst mal hier Schläfchen, damit du hier bessere Laune auf jeden Fall bekommst. Weil du musst dich hier um deinen Garten kümmern. Wir haben hier dieses Geld. Geld. Das ist Geld. Wir brauchen diese Simoleons. Simoleons für unser Haus. Simoleons. Er ist wach und kokett. So wollen wir das sehen. Kümmer dich hier bitte drum. Gegen Käfer einsprühen. Alle gießen. Let's go. Und dann alles verkaufen. Easy peasy, lemon squeezy. Kümmer dich hier um deinen Garten. Merci beaucoup. Stella, was ist eigentlich mit dir? Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du hast Hunger? Möchtest du Abendessen zubereiten? Kannst du das schon? Abendessen servieren? Danke. Wir machen mal heute einen Caprese-Salat. Gönn dir mal einen Caprese. Wir haben Level 4 der Gartenfähigkeit erreicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Let's go. Jetzt hoffen wir, wir arbeiten an unserem... Also danke für die konstruktive Hilfe. Ja, gerne. Haben wir sehr gerne gemacht, Kyla. Sehr, sehr gerne. Warum, an welcher Beziehung du auch arbeiten möchtest? Go for it, girl. Go for it. So, Stella hat sich wehgetan. Warum hast du dir eigentlich noch dein Imker-Dings an? Er trinkt jetzt hier nicht aus der Toilette. Hund, wir haben dir das schon beigebracht, dass du das nicht machst. Hui. Hui, hui, hui. Es wird nicht aus der Toilette getrunken. Nada, niente. Nein. Seid brav. Sei brav. Ja, so ist fein. So ist fein. So, Stella hat was gegessen. Dann können wir uns hier auch was zu essen nehmen. Sehr schön. Ein Gericht nehmen. Wir verkaufen jetzt die Pflanzels hier alle. So muss es sein. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles verkaufen, bitte. Mach mal hier. Ein bisschen husch. So, feini. Wir haben wieder Geld geschöffelt. So muss es sein. Ach, die auch noch. Ich dachte gerade die Melonen. Okay, gut. Hat eigentlich einer von euch sich schon mal mit den Bienen angefreundet? Was passiert denn da so, wenn wir uns mit den Bienen anfreunden? Oh, unser Sohn ist wach. Stella, es ist deine Aufgabe. Was ist hier los? Er muss gebadet werden. So, wo ist sie? Stella, wo bist denn du? Girl? Der hat den Dünger sauber gemacht. Den Stall sauber gemacht. Gut. Von Stella gefüttert werden. Mehr Auswahl. Baden bitte. Aktion. Mehr Auswahl. Von Stella gefüttert werden bitte. Stella, geh mal hin. Mach mal. Ach, da ist sie. Ich erkenne sie in ihrem komischen Anzug hier gar nicht, ne? So, kümmere dich mal hier um unser Boy. Und guck mal, er müffelt auch im Mäuschen. Du musst ihn auch baden bitte. Baden. Mach mal. Das kriegst du hin, oder? Gleich beim ersten Mal wäre schön. Ja. Fein. Fütter ihn erstmal. Ja, genau. Mhm. Genau. Und danach kannst du ihn bitte schön ins Bett bringen. Nicht ins Bett bringen, sondern baden. Wir brauchen diese Baden. Und dann ist er auch schon wieder wie, was ist seine Mut? Geschlafen hat. Hygiene. Ja, sonst geht es ihm eigentlich gut. Aber er ist sad, weil er dreckig ist. Girl, du musst hier deines Waldes amten, bitte. Du musst ihn baden, baden, baden. So, was ist eigentlich mit den beiden hier? Die beiden hier unterhalten sich hier, oder wie? Über Liebesleben beschweren. Ja, das können wir mal machen. Sagen einfach, ey. Wir wissen es einfach nicht. Ich weiß nicht weiter. Stella ist irgendwie so komisch. Wir haben zwar Tiano, aber... Ja. Ja.
Aber da ist irgendwas anderes. Freut mich, dass dich meine Lama-Witze nicht langweilen. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Ja, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es hört mir sonst niemand zu. Und ich habe das Gefühl, dass Stella sich immer weiter von mir entfernt und dass wir eigentlich nur noch zusammen sind wegen Tiano. Was denkst du, soll ich machen? Wir sind unschuldig. Mhm, genau. Ja, du musst ihr die Zeit geben. Wir sind ein ordentlicher Sinn. Das ist schon mal gut. Eine schlüpfrige Frage wollen wir nicht stellen. Nein, nein, nein. Smalltalk. Wir können sie mal ein bisschen kennenlernen, wer sie eigentlich ist. Ne? Ich koffer mal über die Alte ab und dann, wir wissen gar nicht, wer sie ist. Aber sie ist ein fröhlicher Sinn. Guckt euch das mal an. Wir können uns ja mal Sorgen machen über die Entwicklung von Tiano. Weil er ist halt immer nur dreckig und schreit die ganze Zeit und ja. So, aber er ist jetzt sauber. Das ist süß. Über Arbeit reden. Ja, aber sie ist für uns da. Deswegen ist sie auch da, sagt sie. Deswegen bin ich auch da. Ich versuche euch zu unterstützen. So gut es geht. Was ist das denn hier? Die vollgeschissene Windel hier auf dem Boden. Girl, du solltest uns eigentlich helfen. Warum räumst du das nicht weg? Kannst du das hier bitte wegräumen? Dankeschön. Wäre sehr freundlich. Wollte er sich ins Schlafsack zu ihr legen? Wo ist denn Tiano? Ach, der liegt da unten. Okay. Du, dir geht's gut? Ja, feini. Dann können wir hier weiter spielen. Spieli machen. Ah, er will mit den Hunden. Jetzt holt der Nächste ihn hoch. Hallo, wir sind gerade beschäftigt. Was machst du jetzt mit ihm? Ja, dann legen wir... Und die Alte geht da hinten erstmal bauen. Hm? Gut. Ah, ja, und was war jetzt die Mission? Können wir hier einen Katz betrachten? Hallo, Hund? Hallo? Hola. Celine, was geht? Na super, jetzt weint wieder Tiano. Aber wir sagen mal Celine, hallo. Respektvoll vorstellen. Komm mal rein hier. Hatten wir nicht mit ihr auch irgendwie was? Und wir hatten mit ihr was? Was Neues oder was Stella das? Oder war das in einem anderen Let's Play? Irgendeiner hatte doch was mit ihr. War das auf Twitch? Ja, Tratschen, tiefgründige Unterhaltung. Also ihr seid sonst 24/7 an eurem Sohn dran. Könnt ihr jetzt euch mal um euren Sohn kümmern? Wäre voll die Maßnahme. Was haltet ihr denn davon? Verwenden. Geh mal pinkeln, bitte. So, nehm ihn mal hoch. Schläft er jetzt? Okay, er schläft. Okay, let's go. Wann hat er Geburtstag? Ich frag nur für einen Freund. Ach, noch so viel. Ach, bis morgen ist auch noch unsere Unterstützung da. Unsere Unterstützung. Der Übernachtungsgast. Mhm. Aber sie, obwohl sie hilft schon so ein bisschen, ne? Du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gemacht hast. Was sind hier für Vibes? Hallo? Warum seid ihr so flirty? Celine? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich mag deinen Style. Der sieht ein bisschen wild aus, aber irgendwie auch cool. So, Stella, was machst du? Stella rennt einfach immer noch in ihrem Imker-Outfit rum. Keine Ahnung, können wir den ausziehen? Ja, hier. So, sie geht hier wieder joggen oder kümmerst du dich um die Hühns? Ach, unser Hund ist auch dreckig hier. Let's go, wir müssen ihn baden. Baden. Er ist so. Gut. Stella, was machst du gerade? Ach, du wäschst dir die Hände. Das darfst du machen. So. Du kannst dann hier mal ein Nickerchen machen. Dankeschön. Easy. Kannst du dir später angucken, den Kalender. Aber jetzt wird erstmal hier ein bisschen, ne? Wir brauchen jetzt mal wieder ein bisschen Struktur und Zucht und Ordnung in unserer Familie hier. Zucht und Ordnung. Oh mein Gott. Nein, es brennt. Stopp. Stopp. Oh mein Gott. In der Nähe ist ein Feuer ausgebrochen. Schnell. Sie brennt hier. Oh mein Gott. Können wir sie löschen? Hallo. Löschen. Löschen. Wo ist das Kind? Hallo, können wir sie löschen? Warum löscht sie keiner? Oh mein Gott, ich dachte jetzt gerade schon, ne? Die sind alle super entspannt, also das All. Oh mein Gott. Mhm. Ja, let's go. So, das Feuer ist gelöscht. Ach du heiliger Bimbam. Oh mein Gott, ich dachte gerade, sie, es geht in. Aber wir haben unser Kind. Nein, 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 nein. Du nimmst dein Kind bitte mit und ins Kinderbettchen. Nach drin bringen. Dankeschön. Guck mal, sie ist hier. Vollkommen neue Frisur. Raoul fragt sie, oh, wir haben 1200 Simoleons von der Versicherung erhalten, sehr schön. Stella, kannst du dein Kind bitte reinbringen? Im Einschein Besucher freigeschaltet. Klopf, klopf, wer da? Tiano hat zum ersten Mal Besuch bekommen und endlich einen Sim aus einem anderen Haushalt kennengelernt. Cinnamon, also hier ist schon, er frisst hier die Scheiße oder wie? Können wir ihn belehren bitte, dass er das nicht, hier, also Leute, ihr merkt, ne, ich habe ein anderes Sim als ihr. So, hier sieht's aus wie bei Hemp. Sie geht erstmal duschen, das ist okay. Stella bringt endlich jetzt mal Tiano ins Bett. Sehr gut. Nee, und du gehst nicht in den Schlafsack, sondern da. Schlafen. Taz hat gelernt, nicht Häufchen zu essen.
Also, dass ich das noch erleben darf. Hör doch mal auf. So, wir müssen die Dinger hier ersetzen. Ersetzen, ersetzen und ersetzen. Und da müssen wir hier putzen. So, wisch mal hier bitte. Boden putzen. Ist hier sauber? So, unser Kind schreit auch wieder. Was ist jetzt dein Issue? Können wir hier schlafen jetzt? Mach mal heier. Was hältst du davon? Mach mal heier. Mach mal Augen zu. Mach mal Augen zu, ne? Nein, 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 nein. Nein, herum. Träum mal herum. Mach mal eine Rolle. Dreh dich mal rum. Ja, feini. Ja, nochmal. So, du kannst auch von Raoul gefüttert werden. Du kannst dich auch weiter hier herumtrollen und dann in die Haia gehen. In die Haia ist ganz wichtig. In die Haia ist ganz, ganz wichtig, ne? Sehr wichtig ist es, in die Haia zu gehen. So, ist hier sauber? Ja, hier ist sauber. Hier ist alles, also hier war schon wieder Highlife in Tüten. Also, ja, warum fütterst du ihn jetzt nicht? Ach so, doch mit Flasche. Und dann streicheln wir Bruno. Beini. Was hat eigentlich Tiano für Merkmal? Leute, ich bin fix und fertig hier. Was ist es dir heute für ein Tag, bitte? Also, das ist ja alles wild, ne? Alles ist hier wild. Alles ist hier wild. Aber ich würde sagen, wir haben ihn doch gebadet, oder? Jano, sei mal ruhig, bitte. Feini. Oh, er hat kein. Ja, dann mach mal Haya. Mach mal Haya. Haya. Mach Haya. Mach Haya, Gesundheit. Ja, du bist ganz doll müde. Schlaf, Kindchen, schlaf. Die Mutter hütet scharf. Feini, danke. So, wo ist jetzt hier Raoul? Raoul ist auch todmüde. Geh schlafen. Ihr geht jetzt hier alle schlafen. Husch, husch. Wir haben es 2 Uhr nachts. Alle gehen jetzt hier schlafen. Und ich gehe jetzt hier auch schlafen. Ich beende jetzt diesen Part hier an dieser Stelle. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Also ich glaube, noch mehr Chaos geht nicht. Wir haben beinahe unser Haus abgebrannt. Was wollen wir mehr? Was wollen wir eigentlich mehr? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich bin einfach gespannt, was im nächsten Part passiert. Ich wünsche euch was. Danke, dass ihr heute dabei gewesen seid. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt eure Gedanken und Gefühle unter diesem Video. Und dann sehen wir weiter, wie es im nächsten Part weitergeht. Und vielleicht müssen wir einfach einen Geburtstag trotzdem. Ich weiß es einfach nicht. Oder was auch immer alles passiert. Bis zum nächsten Mal, euer Chris von